Und da sind wir zurück bei The Amazing Spider-Man 2. Und ich will gar nicht lange reden, fangen wir einfach an zu kämpfen. Aber erstmal zu schwingen. Oh, hier sind wir ja schon. Am Busbahnhof. Oh mein Gott. Ich kann auch nicht so gut mit Waffen hier. Ach, du Scheiße. Okay. Okay, verhandelt. Sag doch wenigstens einen coolen Spruch. Sowas wie, ich verfluche dich, Spider-Man. So, ausweichen. So, na los, 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 los. Wo sind die anderen? Wir haben nämlich... Ah. Ja, wir sind sehr schmächtig, aber wir sind auch stark. Mwahaha. So, na komm mal her, du. Und tot. Yay, das war's. Ach du Scheiße. Was ist denn das für ein Kerl? Y. Halten. Kleine Mann, dir erzählt, dass du alles werden kannst, was du willst? Verdammt. Ach du Scheiße. Los jetzt. Okay, ich komme hier gar nicht klar. Aber... Lass den Kopf nicht hängen. Du bist... Na los. Du bist einfach nicht so gut. Das ist wie auf der Rückfuhr, oder? So, jetzt haben wir mal das Vibrieren versucht. Aber irgendwie... Verdammt, wir sterben trotzdem. Alle kommen dran bei der seismischen Explosion. Ach so, Angriff. Angriff, los. Na, verdammt. Wenn du dir weiterhin so wenig Mühe gibst, betrachte ich das als persönliche Beleidigung. Okay, wir sterben gleich. Und los. Noch ein paar Siege wie dieser und ich lande. Wir haben es geschafft. Oder auch nicht. Ach nö. Beeindruckend. Aber du bist noch roh. Unerfahren. Tja. Ich war erfahren genug, um deine Freunde zu besiegen. Ich bin Russe, aber kein Freund dieser Opfer. Mein Name ist Sergei Kravinov. Man nennt mich Kraven, den Jäger. Von dir ist die Nachricht. Im Netz heißt es, du bist so ein verrückter Reality-TV-Typ, der nackt durch die Wildnis läuft und Käfer futtert. Wie kannst du mir helfen? Ich kann einen Jäger aus dir machen. Nicht nur einen Jungen, der vorgibt, ein Mann zu sein. Wenn du einwilligst, findest du mich hier. Wir sehen uns wieder. Parker, wieso habe ich hier keine Fotos von der Fisk-Osborn-Pressekonferenz? Tut mir leid, Mr. Jameson, aber ich hatte Schule. Sie wissen schon, ein Leben außerhalb des Jobs. Zu meiner Zeit war der Job das Leben. Ihr Presseausweis ist reine Verschwendung. Oha. So, wir heilen uns jetzt erstmal. Eigentlich hatte ich eine gute Idee, wofür ich meinen Presseausweis benutzen könnte.
Ich muss zugeben, es wäre nett, nicht das Gefühl zu haben, diesen Kampf alleine zu führen. Aber kann man Craven trauen? Craven weiß offenbar nicht, wer ich wirklich bin. Sonst wäre er zu meinem Haus gekommen. Ich weiß nicht. Am besten war ich immer allein. Andererseits habe ich auch noch nie was anderes ausprobiert. Wenn ich Cravens Jagdtechniken lerne, muss ich nicht auf den Polizeifunk zurückgreifen, um die bösen Jungs zu finden. Nicht, dass ich Craven meinen richtigen Namen nenne. Und ich passe auf, dass er mich nicht hintergeht. Ich hatte noch nie ein richtiges Kampftraining. Cravens Methoden könnten nützlich sein, wenn ich meine Kräfte verliere. Tja. So, ich will jetzt erstmal hier zu der Karte kommen. So, dann gehen wir doch gleich mal zu dem Treffpunkt. Machen würde, hätte mir das jemand gesagt, oder? Denk schon, oder? Ich kann jetzt nicht gehen. Es sind Leute in Schwierigkeiten. Okay, wir können nicht schwimmen gehen. Schade eigentlich. Ich will doch so gern schwimmen gehen. Bei Oscorp nicht kündigen. Tja. Okay, nicht nervös werden. Du brauchst Infos über Craven und du hast den Presseausweis, um sie dir zu holen. Kinderspiel. Denk nicht daran, dass er dich ausstopft, sobald er weiß, dass du nur Fotograf und kein Journalist bist. Hm. Hey, wo ist das Feuer? Da ist das Feuer. Wir machen jetzt erstmal das Feuer hier, weil wir sind ja gerade auf dem Weg dahin. Und da würde sich das doch perfekt... Was? Jetzt ist es wieder hinter uns. Aber es kommt gleich da lang. So. Jede Sekunde zählt. Dann versuchen wir das jetzt mal. Oha. Die sind auch noch drin. Bin unterwegs. Durchhalten. Ja! So viel zu viel. Hey, ich komme hier nicht raus. Ja, ich helfe dir, ja. So. Einmal bitte fallen lassen. Danke, Mann. Im Ernst. Oh nein, wir müssen auch noch 4 davon rausholen. Das schaffe ich doch nie. Und ich habe keine Marshmallows dabei. Tja, die kann man sehr gut grillen, aber ich komme hier sowieso gerade nicht klar. So, landen wir jetzt erstmal hier. Können wir hier rein? Nein, wir können nicht hier rein. Ich glaube, wir werden es nicht schaffen. Runter. Den Leuten wird bald die Luft ausgehen. Ja, ich versuche schon das Beste. Na los, komm jetzt mit. Lass dich fallen, Spidey. Im Ernst, Bruder. Danke. Bitteschön. Die Leute nicht im Stich lassen. Verdammt. Wir waren schon wieder falsch. Aber okay, so. Hier ist doch noch bestimmt jemand. Was? Nur noch ein paar Sekunden. Na, los jetzt. Was ist denn jetzt hier? Hä? Hm.
Hä, was ist denn jetzt hier? Ach, da, hä? Wer da eingesperrt ist, dem bleibt nicht viel Zeit. Gut, dass mein Anzug mich schützt. Allerdings nicht genug. So, wir haben 3 schon mal gerettet, aber den... Den 4. werden wir nicht bekommen. Nein, geht nicht. Gut. Also das mit dem Feuer, das muss ich noch üben. Ich frage nur, ist es Zufall, dass Spider-Man bei einem Brand auftaucht und ihn dann nicht löschen kann? Oder hat er ihn etwa selbst gelegt? Ja, eindeutig, wir waren das. Wir retten, also nein, wir legen einen Brand, retten 3 Leute und lassen einen sterben. Genau so muss das sein. Ob diese bösen Jungs wohl zu schätzen wissen, wie viel Arbeit ich auf der Suche nach ihnen habe? Nein, bestimmt nicht. Das kam gerade rein. Netze brauchen etwas, an dem sie haften können. Willst du mich rollen? Ich tue ja schon hier mein Bestes, um nicht zu sterben. Und dann beschwerst du dich, dass du keine Häuser zum Netzschwung hast. Hier ist ein Kampf. Ich glaube, ich mache erstmal den Kampf. Halt da rein. Spider-Man, geht es nur um das Ergebnis. Genau. So, hier rein. Ein Notruf ist eingegangen. Standort folgt. Oh, die haben eine Wand besprüht. Ich habe deinen Wagen bei ihr gesehen. Wahrscheinlich hast du es. Haha. Pass gut auf. Ich mach das kein zweites Mal nur für dich. So, los jetzt. Ich will jetzt wenigstens ein bisschen Erfolg hier sehen. Also komm. Ich bin so schlecht in dem Spiel. Da will ich jetzt einfach hier ein paar Leute vermöbeln. So. Wenn schon Perfekt. So schmerzhaft ist, verliere ich lieber nicht. Ich hatte wirklich Angst, dass mich jemand mit euch sieht. Wie sich herausstellte, waren viele der von Spider-Man gefangenen Kleinkriminellen wegen schwerwiegender Verbrechen gesucht. Okay, so. Yeah. Stufe 3 sind wir schon. Das geht schnell. So, jetzt müssen wir jetzt aber noch hin. Wenn Spider-Man in der Nähe ist, überfällt uns ganz sicher niemand. Sicher? So, dahin. Was wollen wir da? Achso. Cravens oder Cravens Loft betreten, ja. Und natürlich müssen wir uns erst umziehen. Yay. Setze deinen Netzzug an verschiedenen Objekten ein, um Feinde zu besiegen. Mhm. Jagd des Jägers. Denk daran, ab und zu das Upgrades-Menü zu besuchen. Stimmt, das gibt's ja auch noch. Mr. Kravinov? Ich bin's. Peter Parker vom Daily Bugle. Wir hatten telefoniert. Die Tür war offen. Ja. Die Tür war offen, jetzt gehen wir hier rein. Will ich nicht. Mr. Kravinov? Es sieht schon sehr gruselig aus hier drin. Ich wollte sie nicht erschrecken. Ich bin Craven. Entschuldigen Sie mein Auftreten. Ich wollte nur mein Können demonstrieren. Die Videos online tun das sehr gut. Sie schalten da diesen sibirischen Tiger mit bloßen Händen aus, ohne ihn zu verletzen. Tiger sind selten.
Ich habe das Tier zu seiner Sicherheit und der Dorfbewohner fortgebracht. Wahre Jäger wollen die natürliche Welt erhalten. Dort finden wir Frieden. Sie sind ziemlich weit weg von der natürlichen Welt. Ich brauchte eine Herausforderung. Ich kam hierher, um Oskorps Monster zu jagen. Die Artenkreuzungen. Die tödlichste Mischung aus Mensch und Tier. Ich habe sie erlegt. Aber diese Stadt ist mir ins Herz gewachsen. So wie ich ihr. Also bin ich geblieben. Nur, dass sie gewöhnliche Menschen jagen. Nein. Verbrecher. Nur wer seine Mitbürger überfällt, muss mich fürchten. Okay, was ist mit der Taskforce? Oder was hält die Polizei von Ihnen? Erzählen Sie mir von Ihrer letzten Jagd. Dann nehme ich doch gleich mal, was ist mit der Taskforce? Diese neue Taskforce hat eine ziemlich deutliche Botschaft. Keine Vigilanten. Ach, ich traue Ihnen nicht. Fisk bezahlt Sie. Bestimmt kennen Sie die Gerüchte über seine illegalen Geschäfte. Sicher, die kennt jeder, aber niemand hat Beweise. Und die Polizei hat kein Problem mit ihm. Weil er die Korrupten unter ihnen bezahlt hat. Und der Rest will unter keinen Umständen unfähig aussehen. Während die Öffentlichkeit ein Ende der Verbrechenswelle herbeisehnt. Ich habe nur ein Ziel. Resultate. Okay. Erzählen Sie viel mehr von Ihrer letzten Jagd oder was hält die Polizei von Ihnen? Ich glaube, ich nehme erstmal, erzählen Sie mir von Ihrer letzten Jagd. Ist der Mensch wirklich das gefährlichste Wild? Auf seine Weise ja. Aber Menschen sind nur weiterentwickelte Tiere. Die aktuelle Verbrechenswelle bietet faszinierende Möglichkeiten, sie zu studieren. Die Muster der verschiedenen Gruppen. Und was lernen Sie dabei? Dass Kriminelle genau wie Tiere sind. Sie haben Jagdreviere, Verhaltensmuster. Viele jagen in Rudeln. Aber es gibt Unterschiede. Und zwar? Tiere jagen andere Tiere, um zu überleben. Nur Menschen sind vorsätzlich grausam. Okay, und jetzt, was hält die Polizei von Ihnen? Nach meinen Erfahrungen, Recherchen, ist die Polizei kein Freund von Vigilanten. Die Polizei hat die Verbrechenswelle nicht aufgehalten. So schwach, erbärmlich. Ich glaube, Sie werden nicht gerne daran erinnert. Ich möchte Sie nicht beleidigen. Aber es wäre schlimmer, wenn man die Macht hat zu helfen. Und nicht handelt. Meinen Sie nicht? Ja, um ehrlich zu sein, das tue ich. Okay, und jetzt die Unterhaltung beenden. Sie sagen also, dass Sie sich verantwortlich fühlen, Ihr Können einzusetzen, um zu helfen? Ja, wer solche Macht hat und sie nicht nutzt, ist ihrer nicht würdig. Danke, ich glaube, die Leser finden das sehr interessant. Gut, gut. Ich muss daran gehen. Bitte sehen Sie sich um. Machen Sie ruhig Fotos von allem. Ja? Nein, ich sagte Betäubungspfeile. Nein, ich will keine automatischen Waffen. Die sind für schlechter. Ich bin Künstler. Okay. Schieß drei Bilder von interessanten Objekten. Achso. So. Und... Das gehört in einen Rahmen. Eins. So. Davon auch? Gibt's nicht irgendwas Interessanteres?
Der Kamin. Das ist doch cool. So. Aber anscheinend... Ah. Und so. Genau, was ich gebraucht habe. Perfekt. Die Wand ist sehr detailliert, aber das Foto ist total unscharf. Aber lassen wir es mal. So, was gibt's denn noch Interessantes? Meine Freunde hören sich die Band im Jazzy Johnny's an, während ich durch die Stadt schwinge und mich vermöbeln lasse. Ach, das glamouröse Leben eines Superhelden. Tolle Komposition. So. Verzeihen Sie die Unterbrechung. Möchten Sie meine neuesten Trophäen sehen? Okay, dann gehen wir jetzt mal schnell dahin. Gott, wie rennen wir denn? Wir rennen etwas komisch. Ich habe irgendwie etwas Angst. Artenkreuzungen. Wunderschön, nicht wahr? Ich dachte, Spider-Man hätte sie eingefangen. Eine unzulängliche Lösung. Sie sind entkommen. Sie haben sie getötet. Um die Leben ihrer Opfer zu retten. Und aus Notwehr. Es waren tödliche Gegner. Ich weiß. Ich meine, kann ich mir vorstellen. Okay. Töten Sie Ihre Beute? Haben Sie Kräfte? Was ist mit dem Carnage-Killer? Ich glaube, ich nehme mal, haben Sie Kräfte? Die hatten alle übermenschliche Kräfte. Sie aber nicht. Ich habe durch Arbeit die Grenze menschlichen Könnens erreicht und natürliche Wege der Verbesserung erlernt. Keine Drogen wie der Abschaum auf den Straßen, die Geheimnisse alter Kulturen, Kräuter, Tränke, Geheimnisse, die der zivilisierte Mensch vergessen hat. Okay, töten Sie Ihre Beute? Wann halten Sie es für richtig zu töten? Wenn ich keine andere Wahl habe. Ich nehme nicht einfach ein Leben. Aber wenn es nötig ist, zögere ich nicht. Würde mein Scheitern ein unschuldiges Leben kosten, könnte ich damit nicht leben. Ich verstehe, was Sie meinen. Okay, was ist mit der Carnage-Killer? Mit dem Carnage-Killer? Kriminelle zu jagen. Manche Leute werden sich fragen, ob sie der Carnage-Killer sind. Er ist kein Jäger, nur ein Barbar, ein Wilder. Seine bloße Existenz beleidigt Männer wie mich. Also würden Sie ihn gerne ausschalten, obwohl er Kriminelle jagt? Natürlich. Er entehrt, was ich tue. Ohne Ehre, Peter, bedeutet die Jagd nichts. Okay, und die Unterhaltung... Letzte Frage. Gibt es etwas, das Sie noch nicht erreicht haben? Ach ja, ich möchte der Welt ein Vermächtnis hinterlassen. Mein Wissen weitergeben. Meine einzige Familie ist ein Bruder, der einen anderen Weg gewählt hat. Ich hatte nie einen Sohn, aber vielleicht... Oh, vergeben Sie mir, ich werde im Alter melancholisch. Haben Sie alles, was Sie brauchen, Mr. Parker? Ja, ich denke schon. Verlasse Cravens Loft. Okay, dann tun wir das. Ein Klavier. Okay. Da-dum, da-dum. So, da habe ich gleich mal mit ein Foto gemacht für die Folge.
So, dann verlassen wir jetzt auch mal das Haus. Ist sehr gemütlich, finde ich. Zumindest der Kamin. Ansonsten nicht. Okay. Gravens Loft verlassen? Ja. Aufstieg. Whitney? Whitney, sollte ich eifersüchtig sein? Wer ist da? So spricht man nicht mit einer Lady. Oder mit mir. Oh, Felicia? Ich habe diese Nummer Whitney Chang gegeben. Woher hast du sie? Ich heiße Black Cat. Ich kletter gerne Fassaden rauf. Ich komme an Dinge, an die ich nicht kommen sollte. Was ist mit dir, Spinne? Kommst du auch an Dinge, von denen du besser die Finger lassen solltest? Ich dachte, du bist wieder im Gefängnis. Wenn du mich mit deinem Ausbruch aufziehen willst... Was für eine Beleidigung. Ich kann mir Spaßigeres denken, um dich aufzuziehen. Wenn du schlau bist, verlässt du die Stadt, bevor ich die Zeit finde, dich zu jagen. Lustig. Genau das wollte ich gerade zu dir sagen. Es wird hier immer gefährlicher, Spider-Man. Wie wäre es, wenn wir uns gegenseitig aus der Stadt jagen? Ich kann jetzt nicht mit dir herumtollen. Ich meine Spielchen spielen. Bis dann, Felicia. Okay. Wer kann da schon widerstehen? So, da sitzt unsere reizende Tante. Und ja, dann... Osborn tut mir wirklich leid. Seinen Vater schon so früh zu verlieren. Und dann noch all die Verantwortung auf seinen Schultern. Sie dringt, während sie spricht. Das ist auch mal was. Okay, dann werde ich jetzt mal die Folge hier beenden und wieder mal eine kleine Aufnahmepause machen. Mal gucken, wann ich wieder zum Spielen komme. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns auch schon bei der nächsten Spider-Man-Folge wieder. Oder bei der nächsten Alice-Folge. Und auf was ihr halt Lust habt. Und ja, dann tschüss.